Saturn ist wieder an. Ah ja, nur für die Statistik. Ob, trotz meiner langen Pause noch kein neues Hauptkapitel. Aber das nächste Quidditch-Kapitel wäre schon mal da. Aber jetzt geht's natürlich sowieso. Hier war da Milton Wilms. Wir haben ihn verdächtigt. Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, ob das denn zu Recht war oder nicht. Ich frage ihn mal. Hallo? Milton? Guten Tag. Hier sieht ja alles gesund und munter aus. Das ist ja gut. Verzeihung, Mr. Wilms. Stinkbomben? Vorhanden. Froschleichseife? Vorhanden. Schluckopf-Drops? Mr. Bilns? Oh, Cody, du hast mich erschreckt. Nun, wenn du Scherzartikel kaufen möchtest, musst du warten, bis das Fest in Hogsmeade beginnt. Mr. Bilns, haben Sie nicht mitbekommen, was passiert ist? Nein, ich war damit beschäftigt, meine Auslage für das Fest vorzubereiten. Sie haben nichts gehört, außer Rand- und Bandgeradene Musikinstrumente, Feuerwerkskörper, die genau vor ihrer Tür losgegangen sind. Ja, war ziemlich was los wegen der Vorbereitung für das Fest. Und beim Fest gab es eine ziemliche Pechsträhne. Leider sieht es so aus, als wäre es das Werk eines ganz und gar Übelwollenden gewesen. Sämtliche Stände sind im Eimer. Wie tragisch! Sämtliche Stände, außer ihrem. Nun, ich sollte wohl erleichtert sein, aber die anderen tun mir leid. Es macht ihnen doch nichts aus, wenn wir ihnen ein paar Fragen stellen, oder? Absolut nicht, nur zu. Ja, also, was haben wir denn so zu erzählen? Auf eine Stunde. Ich meine, hätte ich das ja tatsächlich noch vor meiner Koblenzreise geschafft. Haben Sie irgendeinen Streit mit den anderen Bewohnern von Hogsmeade, Mr. Bilns? Entschuldigung, oder nicht, Mr. Bilns hat wirklich einen einzigartigen Stil. Bei Zonko gibt es ja halt auch die besten Schatzartikel, oder entweder muss man nicht auch mal erwähnen. Mr. Bilms scheint wirklich besorgt zu sein, aber geht es um das Fest oder um etwas anderes? Hoffentlich ist Mr. Bilms nicht für dieses Chaos verantwortlich. Ich habe nichts gesehen. Nichts. Nada. Niente. Wenn das Fest abgesagt wird, werde ich keine Schatzartikel verkaufen. Oh nein, das wäre erschreckend. Es war bestimmt einfach nur Glück, dass mein Stand nichts abbekommen hat. Ich war die ganze Zeit über in meinem Geschäft. Das klingt wie in einer Pechsträhne. Ich möchte, dass dieses Fest ein Erfolg wird. Ja, okay. Also, sie schienen sich große Sorgen über den Erfolg ihres Stands gemacht zu haben, Mr. Bilms. Deswegen sind sie halt verdächtig. Ich habe nichts Ungewöhnliches gehört, weil ich in meinem Geschäft war und mich auf das Fest vorbereitet habe. Es könnte zwar sein, dass das Fest von dieser Pechsträhne heimgesucht wurde, aber es war vermutlich einfach nur Zufall, dass mein Stand nichts abbekommen hat. Ich möchte, dass dieses Fest ein Erfolg wird und daraus wird natürlich nichts, wenn alles verwüstet ist. Ich habe meine eine Theorie, was diese Sache angeht. Was ist mit dir, Cody? Ich weiß nicht. Sorry. Ich bin mir nicht sicher. Mr. Bilms hat überzeugende Argumente, aber wir können ihn nicht ganz entlasten. Es ist gut, für alles offen zu sein. Ich kann dir versichern, dass ich für alle Bewohner von Hogsmeade das Beste möchte. Oh, okay. Jetzt geht's auch hier los. Oh, nein. Ach nein, immer diese Stinkbomben. Meine Auslage. Sie ist ruiniert. Ich habe Stunden damit verbracht, alles zusammenzustellen und genau die richtigen Scherzartikel für das Fest zu finden. Was soll ich jetzt tun? Sieht aus, als hätte Mr. Bilms auch Pech gehabt. Ja, Vorsicht, Nase bei der Tasse. Also, das bedeutet, dass er nicht schuld dran sein kann, was auf dem Festgelände passiert ist. Ich bin froh, dass ihr keine vorherigen Schlüsse gezogen habt. Jetzt müsst ihr herausfinden, was vor sich geht, bevor das Fest abgesagt wird. Cody, es sieht aus, als hätte sich jemand an dieser Auslage zu schaffen gemacht. Lasst uns zum Festgelände zurückgehen, vielleicht haben wir dort etwas übersehen. Ja, mal schnell rübergehen. Ja, ach, Annalena ist auch da, schön. Also nicht Baerbock mit einer, aber nee, Claim war's. Okay, also, gehen wir nochmal dahin. Mal schauen, was sich jetzt geändert hat. Ja, immer noch alles kaputt hier. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Hoffentlich mögen die Leute ihr Butterbier geschüttelt. Nicht gerührt. Ja. Aber was macht die denn hier, die so entführt? Meine Eltern sind untröstlich darüber, dass das Fest zu einem Chaos geworden ist. Der Lärm der verstimmten Instrumente klingt mir immer noch in den Ohren. Wo sind die Instrumente? Ich hab jetzt Ton an. Ich möchte dich jetzt hören. Instrumente, wo seid ihr? Schade. So, okay, dann mal los. Hast du etwas erreicht, Mr. Bailey? Nur noch mehr Pech, befürchte ich. Als wir Mr. Bilms besucht haben, ist ein Scherzartikel aus seiner Auslage im Geschäft losgegangen. Er ist nicht derjenige, der schuld daran ist, aber irgendetwas Seltsames geht hier vor sich. Dann bin ich so weit wie vorher. Eine Versagerin. Bäh, das ist unfair. Ich gebe mir so viel Mühe. So etwas sollte mir nicht passieren. Tut mir leid. Ich musste nur noch nie einen Fehlschlag verkraften. Das ist kein Fehlschlag, nur ein Dämpfer.
Claudi hat recht. Wir müssen positiv denken und mit inspirierenden Sprüchen werde ich das Fest nicht retten. Ich brauche greifbare Ergebnisse. Vielleicht sollte ich es wirklich komplett absagen. Ja. Okay, tschüss. Sie sieht ein bisschen gestresst aus. Ein bisschen. Daran sieht man nur, wie wichtig das Fest für alle Beteiligten ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass es abgesagt wird. Ach, Madame Puddyfoot, wie schön, Sie zu sehen. Hallo, meine Lieben. Ich könnte wirklich eure Hilfe gebrauchen. Was können wir für Sie tun, Madame Puddyfoot? Ich habe meine Lieblingsdekanin zum Fest in Hogsmeade mitgebracht, aber bei all dem Chaos ist sie in meinem Stand verloren gegangen. Sie ist mit bezaubernden, pinkfarbenen Punkten besetzt. Keine Sorge, Madame Puddyfoot, wir werden Ihre Teekanne finden. Achso, dann suchen wir jetzt eine Teekanne. Okay, gut, wir suchen eine Teekanne. Ja, und am Tisch vielleicht. Ben, da, guck mal, ob du deine Teekanne siehst. Ich sehe keine Teekanne am Stand. Ja, da hat ja auch Madame Puddyfoot schon geguckt. Und die Annalena, die macht gar nichts dahinter. In diesem Stand besteht definitiv kein Mangel an Deckchen. Nein. Wenn wir diese Teekanne finden, würde ich gerne eine Tasse Tee trinken. Ja, mit Sicherheit. Zuletzt habe ich sie dort drüben in der Ecke gesehen. Wir suchen nach einem zerbrechlichen Gegenstand. Darum sollte ich vermutlich keine Zauber verwenden. Hoffentlich findet dort drüben jemand einen Hinweis. Sie ist nicht unter diesem Haufen. Hier und sehen schon vielleicht. Sie ist auch nicht unter diesem Haufen. Na gut, dann Andreas, du hast vielleicht noch was gesehen. Ich sehe eine Menge Scheren. Aber nichts, was wie eine Teekanne aussieht. Sie muss hier irgendwo sein. Annalena nimmt sich die Sache ganz schön zu Herzen. Ach, unter dem haben wir es übrigens auch nicht. Jetzt habe ich sie einen Teil von einem Griff. Und am Tisch, natürlich. Naja, also, und am Tisch war ein Teil von einem Griff. Der reicht. Da liegt sie doch, ich sehe sie doch. Mann, ey. Ich habe die Teekanne gefunden, Leute. Oh, endlich etwas Glück. Also, sie ist circa unversehrt. Oh nein. Nicht Dennis. Huh? Madame Puddyfoot, ist es normal, dass ihre Lieblingsteekanne quakt? Och, nee. Was will der denn hier? Oh, immer das Gleiche. Immer nur Probleme. Du meine Güte, eine Kröte. Was soll ich? Irgendeine Kröte? Das ist Dennis. Oh, du Nervi, du. Was macht Tulips Kröte Dennis denn hier? Und was ist Kelly? Keine Ahnung. Ich habe sie nicht in der Nähe des Festgeländes gesehen. Ich frage mich, ob Tulip schon wieder was damit zu tun hat. Ich will auf keinen Fall gleich das Schlimmste vermuten, aber sie hat eine Schwäche für Streiche. Ich werde Dennis zurückbringen und herausfinden, was Tulip über das Fest weiß. Glaubst du, wir sollten Annalena Baerbock Bescheid sagen? Nee, Annalena Baerbock braucht das nicht zu wissen. Sie braucht es nicht jetzt schon zu hören, sonst regt sie sich möglicherweise nur noch mehr auf. Ganz deiner Meinung. Such zuerst nach Tulip, dann können wir Annalena berichten, was du herausgefunden hast. Ich komme wieder, sobald ich mit Tulip gesprochen habe. Ah, Teil 1 ist schon abgeschlossen. Das ging aber schnell. Teil 2. Fest in Hogsmeade. Ja, das starte ich dann in der nächsten Folge. Ich sag mal, wieder tschüss, over and out.